Aber ich würde sagen, wir fangen mal hinten mit dem Torhüter an, mit Dudek. Ich muss sagen, irgendwas war knapp. Dudek-Chat hat uns früher vor den ganzen Patches immer sehr, sehr gut gefallen, hat auch eine 1 gekriegt. Jetzt gebe ich ihm eine 3, da hat er dumme Sachen gebaut. Bin ich dabei, ja. 3. Dudek fand ich die WL echt scheiße. Kann ich auch von vorne weg sagen, ist die dümme Fetze der Woche. Aber direkt kriegt er die reingedrückt, die dümme Fetze der Woche. Ist zu früh, dass du es jetzt machst. Viel zu früh. Ja, aber... Viel zu früh. Dann haben wir hier Roberto Carlos. Ich muss sagen, der hat mir sehr gut gefallen, Roberto Carlos. War fast, finde ich, eigentlich sogar einer der besten Linksverteidiger, den wir hatten. Kostet halt auch 728k, zumindest haben wir ihn dafür gekauft. Bin mal gespannt, was er jetzt noch wert ist. Immer noch? Ja, gut. Aber dem, ich sag dir ehrlich, dem gebe ich nur 1. Den fand ich sehr stark. Geh, ich mit dir. Roberto Carlos war krass. Der war krass. So, dann gehen wir weiter. Marquinhos, was kostet der? War ja Erstbesitzer. Boah. Das ist ein Brett, ne? Das war aber auch ein Brett, Chat. Das war spielerisch auch ein Brett. Den kann man eigentlich auch nur die 1 geben. Ja, würde ich auch die 1 geben. Geisteskrank. Genauso sage ich ehrlich, so ein Sanchez, der kostet 45k und den fand ich auch richtig, richtig gut. Für den Preis fand ich den schlechter wie ein Marquinhos eigentlich, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Fandest du den schlechter als Marquinhos? Ein kleiner Tick. Aber dafür doch viel günstiger. Ja. Also 1 minus, Chat, von der Leistung her. 1 minus. Ja, bin ich bei euch, Jungs. Dann haben wir hier World Cup. Was hat denn der Tim vor dem Teasy-Badget? Dann haben wir hier Zambrotkasten. Zambrotkasten. Haben wir ja gezogen, Erstbesitzer. Ist auch noch gut was wert. Ich muss sagen, defensiv hat er sich eigentlich, war der eigentlich echt stark. Das Einzige, was so ein bisschen genervt hat bei dem, langer Pass hat aber eigentlich 82. Das eine Spiel kann ich mich noch dran erinnern, wo den Balance ausspielt. Aber an sich fand ich den echt gut. Aber ich fand ihn schlechter wie Roberto Carlos, deswegen würde ich ihm eine 2 geben. Ja, safe. Dann in der Mitte-Chat, Doppel-6. Muss ich sagen, war einer der besten Doppel-6, die wir je gespielt haben. Schweini, nicht nur das Bild ist eine 11 von 10, sondern auch auf der 6, wie der sich spielt. Das geilste Karte, die es gibt, Chat. Geisteskrank. War bei uns der defensivere Sechser. Geilste Karte, die es gibt. Ja, wirklich. Schweine, Jungs, absolute Empfehlung. Absolut geisteskrank. Dann haben wir hier Renato Sanchez. Ich fand offensiv, war sein Schuss ein bisschen schwach. Aber der Typ ist halt auch so ein Cheater. Der sieht aus wie Gaucho und spielt sich da drin wie Gaucho auf der 6. Ja, der kriegt auch eine 1. Ne? Ja, das ist zu krank. Da läuft so viel weg, der Typ. Das ist wirklich krank. 85er Karte, Chat, die kostet halt nicht umsonst so viel Kohle. Dann hatten wir Messi. Da hat jeder gesagt, der ist scheiße. Ich gebe dem eine 1, weil einer der besten Karten über die Flügel. Der immer durchgesetzt, Chat. Schnell wie Sau, wendig wie Sau. Abschlussstark. Man sieht's ja auch. Ich glaube, wir haben selten jemand auf Örlöf und Örlöf, der so eine Statistik hat, ne? Ja, gut, wurde auch vielleicht ein bisschen für ein paar Swaps und Tokens eingesetzt, aber generell hatte der echt eine kranke Statistik. Genauso wie Son auf der linken Seite. Einer der besten Flügelspieler, die wir hatten. Auch, kriegt eine 1, Chat. Schwache Fuß, ne? 5 Sterne, Spezialbewegung 4. Hat sich auch von der Tempo-Karte, also 90, ne? Viel schneller angefühlt. Ja. Viel schneller angefühlt. Habt ihr Messi in-game auch auf ÖF gespielt? Ja, haben Messi auch in-game auf ÖF gespielt. Also wir haben es eigentlich im Großen und Ganzen so gespielt, wie es hier auch ist. Es ist jetzt 4-2-4. Messi wurde nicht gespielt, sondern war tatsächlich nur wir. Ah, war tatsächlich nur wir? Ja. Wie krank ist in dem seine Statistik? Ja, der war wirklich wild. Ja. Der hat ja halt auch, sag ich mal, diese ganzen... Ja, Finesse-Dinger da reingemacht. Ne? Geht ihr mal in den Sub-Mode, Jungs. Also Messi wirklich absolute 1. Wir haben eigentlich in-game heute, also dem oft 4-2-3-1 gespielt. Ne? Du, ich habe glaube ich nur ein Spiel. Ich habe eigentlich oft 4-Triple-2 gespielt. Ne? Also ich habe viel 4-2-3-1 gespielt. Guckt euch mal bitte Pelé an. Ich meine, der wurde aber jetzt für die Swaps benutzt. Aber Pelé hat im Sturm gespielt. Und bei mir zumindest hat Euse im ZOM gespielt. Aber ich muss sagen, Chat, nach der Statistik kann man jetzt schwierig gehen. Aber ich muss sagen, Pelé dort vorne drin hat richtig Laune gemacht. Der war beweglich. Pelé war klar. Der war abschlussstark. Der hat gute Bälle gespielt. Der hat sich gut durchgesetzt. Pelé hat mega Laune gemacht. Ja. Aber der hier... Also Pelé kriegt die 1 und ich sage euch ganz ehrlich, Eusebio kriegt von mir die 3. Ja, von mir auch. Ich fand den auch sehr schwach, Chat. Abschlussschwach. Ja. Also irgendwie so, keine Ahnung, was... Bei dem hast du gemerkt, Digga, du hast eine 96er Icon World Cup Karte. Bei dem hast du gedacht... Goldkarte. Ja, war nicht geil. War nicht geil. Aber all over muss ich sagen, gebe ich dem Team spaßfaktormäßig eigentlich eine 9 von 10. Weil ich finde, Spaß hat das Team richtig gemacht. Gerade mit Schweini, mit Pelé vorne drin, mit Messi. Ich muss auch sagen, 9 von 10. Hat echt Bock gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Und für mich die dümme Fetze der Woche ist Dudek. Steige ich mit ein.
Und die Überraschung der Woche, sage ich ehrlich, ist ein Schweinsteiger. Ich hätte nie gedacht, dass er so krass ist. Bin ich auch dabei. Hätte auch nicht gedacht, dass ein Schweinsteiger wirklich so eine Präsenz hat, Digga. Da war wirklich gottlos stark, ne? Nicht geil, aber trotzdem eine 3. Ja, er war jetzt auch nicht scheiße. Aber bei ihm überlegt man jetzt für 3,6 Millionen. So, man hat so viel Erwartung in den. Natürlich macht er auch seine Buden und hat auch echt mal richtig gute Geistesblitze. Aber für 3,5 Millionen und den Namen Eusebio finde ich zu wenig. Deswegen die 3. Genau, hoch, danke für deinen Prime-Sub. So, Chad, jetzt müssen wir mal gucken eigentlich, also Euse verkaufen wir ja mal safe.